in motion. Wir sind etwas betrübt. Sie wissen, ich bin ein großer Fan der Schweiz und der Schweizer Botschafter in der Bundesrepublik, Herr Thomas Bohrer, seine Exzellenz Thomas Bohrer, wurde zurückbeordert in die Heimat nach Bern. Es gibt da einige Gerüchte und einige Zeitungen schreiben schon bei uns hier Sexskandal. Es ist, wenn ich das richtig begriffen habe, noch nichts bewiesen. Es wurde irgendeine kleine Verkäuferin fotografiert, was weiß ich, nachts vor dem Botschaftsgebäude und in der Tiefgarage, merkwürdigerweise vom Bundeskanzleramt aus. Weiß nicht, nein, sie kam nicht dort raus, ja, aber irgendwie wurde sie fotografiert und die Gattin des Botschafters, Frau Sean Bohrer Fielding, weilte gerade außerhalb und da hieß es, das geht nicht für die Schweizer und jetzt muss er zurück. Und diese Verkäuferin sagte, also es sei purer Sex gewesen zwischen ihr und dem Botschafter, behauptet sie, und ungewöhnliche Sexspiele. Was heißt das in der Schweiz? Für mich heißt das, sie hat einen Apfel auf dem Kopf, ja, und singt Blue Bayou. Das ist natürlich ein schwerer Schlag für die Boulevardblätter, oder? Der Schweizer Botschafter mit seiner attraktiven Gattin weg und Sabine Christiansen hat letzte Woche eine feuerfeste Matratze. Kaum noch was los, ja? Was passiert mit einem Botschafter, der zurückberufen wird? Wird er gefeuert? Nein, er bekommt einen neuen, attraktiven Job. Und das wird auch bald der Fall sein für den Schweizer Botschafter, wenn Kabul wieder Strom hat. Hey, McSalad! And the Choir Boys! Heute Abend haben wir einen großartigen Gast, eines meiner großen Vorbilder. Er hat 10 Jahre in New York gelebt und ist zum ersten Mal bei uns zu Gast. Ich freue mich sehr, ich habe ihn noch nie persönlich getroffen. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Emil via New York. Toll, ich habe es heute Mittag angefangen zu lesen. Ja. Kapitel über seine Zeit in New York, wie er angefangen hat, in New York Fuß zu fassen, wie er sich in diese Weltstadt reingefunden hat. Heute Abend bei uns, meine Damen und Herren, einer der ganz Großen, der schon lustig war, bevor der Begriff Comedy überhaupt in Deutschland buchstabiert werden konnte. Aus der Schweiz, Emil Steinberger. Was ist das hier? Ist das für unser großes Spiel gleich? Das ist der Ständer fürs Spiel, ja. Ja. Und das hier, meine Damen und Herren, ist, sehe ich gerade, auf Bunte. Da kommen wir gleich dazu. Das ist ein neues, sehr interessantes Interview mit unserem Verteidigungsminister. Jawohl. In der neuen Bunten auf Raten seines Medienberaters, der, glaube ich, gesagt hat, Herr Verteidigungsminister, es wäre mal wieder Zeit für ein Interview mit Bunte. Sachlich, pack die Badehose ein und der Kleid. Ulalalalalalala. Das ist Herr Thomas, das Glamour-Paar der Society. Herr Thomas Bohrer mit Gattin, glaube ich, aus Texas, Sean Bohrer Fielding. Schauen Sie, das ist der Schweizer Botschafter. Und das da unten ist die Verkäuferin, der er sozusagen einen Pfeil durch den Apfel gejagt haben soll. Ja, genau. Ja? Sieht ein bisschen aus wie die neue von Boris, oder? Ist, habe ich auch gedacht, ist Boris-Typ, ja. Ja, könnte auch sein, dass sie auf dem Weg zum Boris in die Schweizer Botschaft sich verirrt hat oder so. Es ist eigentlich nichts bewiesen. Hier steht schon, verzeiht sie ihrem Mann die Sexaffäre, ja? Also es gibt aber eigentlich noch keinen Beweis. Nein, überhaupt nicht. Und die Schweiz hat gesagt, das ist nicht der Grund, dass wir ihn zurückholen, dass er vielleicht ein Aufhüpferli gemacht hat. Sondern er kann die Schweiz nicht mehr würdig und mit Gelassenheit vertreten. Und das sind die beiden Begriffe, die in Berlin entscheidend sind. Würdig und mit Gelassenheit. Wir kommen gleich zum Interview von Rudolf Scharping. Ist toll. Diesmal völlig anders. Letztes Mal hat ja die Gräfin verliebt durch den Pool gewirbelt. Und jetzt, ich kann schon mal ein Bild bei Ihnen zeigen, um die Spannung zu erhöhen. Jetzt schauen Sie mal, unser Minister auch im Urlaub. Er kriegt das Handy gar nicht mehr vom Ohr. Ein Handy hier, ein Handy da. Eines davon ist 100% abhörsicher und ich nehme an, es ist das, mit dem er nicht telefoniert. Ja.
Hallo? Wo marschieren unsere Jungs genau ein? Moment, ich geb's gerade mal durch. Ich sag ihm. Der Minister wurde von seiner Gräfin. Für uns bleibt es Frau Gräfin. Für ihn ist es Tina, neu eingekleidet. Ich sehe das immer bei Spaziergängen. Eins ist klar, auf Mallorca hat es 12 Grad, die Gräfin ist zu leicht bekleidet. Ja? Hier, sie trägt schon diese, das sind, glaube ich, diese Tots. Ja? Hinten mit diesen Noppen dran, ohne Socken. Das ist der neue Trend. Halb Deutschland irrt schon ohne Socken durch dieses Land. Es ist zu kühl. Morgens 3 Grad. Es ist absolut zu kühl. Ihr holt euch den Tod. Ja? In Italien tragen sie Mäntel. Ja? Und der Minister, schau mal, das ist eine von diesen teuren Jacken. Das sind diese Jacken, die haben nur Leute, die es geschafft haben. Ich weiß gar nicht, ist das Burberry? Welche Firma ist das? Die sind nicht Barber. So heißen die, Barberjacken. Die sind nicht billig, oder? Was kostet so eine Jacke? 1500 Mark? Also das ist eine Preiswerte, die kostet nur 149. Die sieht man nur. Ich muss nachfragen. Eine absolute Sensation. Sind Sie vom Fach? Nein. Tragen Sie auch Barberjacken? Ja, sehr gerne. Ja, Sie sind Frau? Kusche. Frau Kusche, woher kommen Sie? Aus Wolfsburg. Oh, und? Oh, das ist nichts Besonderes. Nein, fahren Sie auch einen VW? Ja. Ja, was für ein? Passat. Die sind gut, oder? Sehr gut. Ja, kann man nur weiterempfehlen? Beste. Ist es das Beste? Beste in Deutschland. Arbeiten Sie bei VW? Ja. Ach so. Diese Jacke kostet nur 149 Mark? Ja. Ja, das ist die einfache Steppjacke. Ist eigentlich so als Innenfutter gedacht. Ich kann hier auch 200 Mark. Tina, ich hab gemerkt, ich bin im ganzen Urlaub bloß mit dem Futter rumgelaufen. Toll. Ja, vielen Dank. Das ist doch sensationell, oder? Frau Kusch von VW, von einem großartigen deutschen Automobilkonzern, sagt, das ist das Innenfutter. Kann natürlich sein, dass Rudi hier anruft und sagt, wenn die Jungs in Kabul motzen, das Futter ist hier. Schon wieder was schiefgelaufen. Der Transporter mit den Jacken da runter und Rudi hat das Futter an. Wir zeigen gleich dazu mehr. Jetzt kommt erst ein tolles Spiel. Und zwar unsere großartige Deutsche Bahn AG. Wenn sie aus Wolfsburg kommt, voll beladen mit unseren erstklassigen Passaten, Jettas, Golfen. Die Güterzüge, ja. Ja, die Güterzüge. Ja, es gibt ja auch Personenzüge, die aus Wolfsburg kommen und vollgeladen sind. Vollbeladen sind mit den Herstellern dieser. Oder wenn Ferdinand Piëch in seinem Salonwagen hier in Köln einreist, meine Damen und Herren. Er wird mir fehlen, muss ich ehrlich sagen. Ferdinand Piëch, der Chef von VW. Geht nicht mehr, ja. Hat sich schon verabschiedet. Ja. Jetzt ist er Pischetsrieder. Herr Pischetsrieder hat Herrn Piëch abgelöst. Aber Pischetsrieder ist auch toll. Alle unsere Industriebosse sind toll. Ja. Ohne die, da wären wir ganz schön dumm dran. Ja. So, haben wir jetzt genug gesagt? Ja. 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 Macht VW eigentlich Werbung bei uns? Sonst lohnt sich ja gar nicht. Es machen auch viele andere tolle Firmen natürlich Werbung. Es gibt auch viele andere tolle Autos. Alpha, Citroën, Alpha? Renault, Peugeot. Was Alpha? Was ist ein Alpha für ein... Alpha Romeo. Ach so, Alpha, ja. Ja. Ja, Moment. Ja, 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 ja. Heißt es Alfa Romeo oder heißt es Alfa Romeo? Alfa Romeo. Ja, wieso? Sagt man Romeo und Julia? Nee. Heißt es Alfa Romeo oder Alfa Romeo? Ich würde sagen Alfa Romeo. Wie heißt es denn? Wer ist für Alfa Romeo? Wer ist für Alfa Romeo? Alle. Ja, was ist der Unterschied zwischen dem Romeo da und dem Alfa und dem Romeo bei Romeo und Julia? Das eine ist ein Auto, das andere ist ein Liebhaber. In der Aussprache kann es doch keinen Unterschied machen. Wir checken das. Wir checken das. Wir checken das. Also,
Nur ungefähr 500 Meter von uns entfernt läuft die Intercity-Linie, die Bahnlinie. Es fahren Interregios, es fahren Regionalzüge, es fahren Güterzüge und. Wir haben unsere Kollegin Nathalie dorthin geschickt, wir haben Kameras dort aufgestellt. Und wir spielen jetzt hier das große Spiel, das wir für Sie neu erfunden haben. Ich kenne mich aus mit der deutschen Eisenbahn. Kein Interregio und Metropolitan. Ich habe im Kopf Kursbuch und Fahrplan. Denn ich bin klug, ich rate den Zug. Oh yeah. Im Original? Ring of Fire. Ganz genau. I fell into a burn. Also Intercity, ja, dann Regionalexpress und eine normale S-Bahn. Und Herr Andrak, Herr Zerlett und ich, wir werden jetzt hier mittels dieser Karten sagen, unbestechlich und im Voraus, welcher Zug als nächstes durchfährt. Wir können es nicht wissen. Nein. Ja. Wie spät haben wir jetzt? Jetzt haben wir ungefähr 20 nach 6. 18.13 Uhr. Ja, für Sie zu Hause, die Sie wieder mal den Satz schreien, was, das ist nicht live? Seit 7 Jahren sage ich es Ihnen, nein. Wir zeichnen um 18 Uhr auf. Warum? Weil wir um 11 Uhr die Show zu Hause schauen wollen. So. Wir schalten einmal raus für Nathalie. Ist das okay? Hallo Nathalie. Ah, hallo. Ich mache eine kleine Probe, weil ich habe gerade mein Mikro kaputt gemacht. Hörst du mich? Ja, ich verstehe dich sehr gut. Hörst du mich auch? Ja. Das ist fantastisch. Du kannst uns immer sagen, Achtung, es kommt gleich ein Zug. Genau. Ja. Sage bitte nicht, wo er kommt, denn es gibt gewisse Gleise, auf denen fahren nur gewisse Züge. Ja. Das heißt, oben auf der Brücke fahren nur Güterzüge. S-Bahn. Und S-Bahn. Und unten ist aus der einen Richtung Wuppertal. Wuppertal und Düsseldorf. Bisschen weiter vorne Düsseldorf. Ja. Und natürlich auch in Richtung Wuppertal und Düsseldorf. Genau. Und die Züge fahren dann weiter ab und Dortmund. Und es gibt auch eine Richtung Bergische Gladbach. Die da. Ja, das ist ganz wichtig. Aber das ist selten ein ICE. Oder? Das ist meistens eine. Okay, also wir riskieren jetzt mal einen Tipp. Ja? Wir sagen, welcher Zug kommt als erster. Machen wir das jetzt? Ja, das machen wir jetzt. Ich sage, als nächstes kommt eine stinknormale S-Bahn. Ich tippe auf den ICE. IC oder ICE? ICE. ICE. Das hier, der Doppelstöcker, ist der Regionalexpress. Toller Zug, ja, bin ich mal oben gesessen, ganz fantastisch. So, das gibt man hier so rein, dann das geht so rum. So. Das ist ja RB. So, hier nach vorne. RB. Regionalbahn. Regionalbahn. Ah, ja. Oder Reichsbahn? Nein. Gab's früher auf den Zügen der DDR stand. Harald, ein Bahn kommt. Okay, ein Bahn kommt. Wir sind gespannt. Was sagst du? ICE. Du? Regionalbahn. Und ich sage S-Bahn. Und der kommt jetzt. Achtung. Guck mal, aus Österreich. Aus Österreich. Ein IC aus Österreich. Das ist ein Intercity aus Österreich. Ja. Das heißt, du hast gewonnen. Nein. Wieso? Nein. Ich hätte ICE sagen müssen. ICE sieht so aus. Wieso? Du hast ICE gesagt? Ja, ich habe ICE gesagt. Ach so, ich dachte IC. Nein. ICE und IC ist ja kaum zu unterscheiden in so einem Spiel. Ja, aber deswegen haben wir doch hier Fotos. Nee, ich meine akustisch. Ja, akustisch nicht. Akustisch. Ja. Akustisch. Hören. Ja, hören. Ja, nicht sehen. Ja. Kommt. Harald, ein Band kommt. Ein Band. ICE. Was ist das? Das ist die Regionalbahn, ja, Kumpfe Helmut. Juhu. Hast du das? Ja, ja. Harald, ein anderer kommt. Harald. Kommt noch einer? Ein anderer kommt, ja, ja. Er ist da. War er schon durch? Nee, er ist gerade da. Erst tippen, noch nicht zeigen, erst tippen. Ich sage ein Interregio. Ich sage eine S-Bahn, wo hab ich sie? Hier, S-Bahn. Und du, Helmut? Ich bin noch nicht so weit. Wie war das schon jetzt? Ja, ist er schon durch? So, ich nehme den hier. Okay. Ist er schon durch? Nee, sehen wir jetzt. Du sagst S-Bahn. Ich sage Interregio und du sagst? Ich sag RE, ich weiß nicht, was das ist. Ja, wo ist er denn jetzt? Regionalexpress. Kommt Regional er oder ist er schon durch, Nathalie? Was? Ist er schon durch? Ankommt. Aha. Er ist sehr besonderes. Du darfst nicht verraten. Er ist besonderes, sag ich nur. Ja.
Ja, dann nimm ich aber er ist weit auf eine andere Linie. Ah, warte mal, ich weiß nicht, ob er kommt oder er nicht. Er kann doch nicht abbiegen da, oder? Nein. Wenn Nathalie ihn sieht, kommt er auf jeden Fall auf sie, auch an ihr vorbei. Aber er kommt nicht bei uns, glaube ich. Hä? Nein, weil guck mal, da wo... Siehst du mich? Ja, natürlich. Da in diese Richtung, es gibt eine andere Linie. Sie geht, ich weiß nicht wo. Wo bist du? Ja, und ja, er ist nicht hier gekommen. Wie kann das denn passieren? Es ist schade, weil es gab Auto, das war eine besondere Bahn. Und es gab viele Auto. Auto. Bestimmt der tolle VW-Transporter nach Wolfsburg. Autoreisezug. Oder Autoreisezug aus Deutz. Nee, ja. Nee. Ja, aber der kann da auch, der musste da vorbeifahren. Ja, oder fährt auf ein Abstellgleis. Es gibt da, glaube ich, noch eine spezielle Güterstrecke, die können wir nicht einsehen. Deswegen haben auch keine Güterzüge dabei. Gut, das heißt aber, die Wetten bleiben bestehen. Ja. Ja? Der Interregio. Und ich kann so lange noch mal ein tolles Foto zeigen, ja, von Minister Scharping mit seiner Gattin. Das ist so toll, komplette. Und das ist fantastisch. Hier oben schaut sie noch mal wieder Handy. Ja? Hier. Noch mal wieder am Handy. Und hier unten, dieses Bild hat uns ein bisschen stutzig gemacht. Da spielen der Minister und seine Gräfin Mau Mau mit Kindern. Ist uns da was entgangen? Nein. Es sind Kinder von Familien, die auch im Hotel sind. Und jeder, der Kinder hat, weiß, man spielt schon nicht gern mit den eigenen Kindern Mau Mau. Aber mit fremden Kindern spielt nur wirklich gar keiner Mau Mau. Außer, dass einer sagt, Herr Minister, das macht Sie menschlich, spielen Sie doch mal, oder? Man spielt ja nicht mit fremden Kindern Mau Mau, oder? Nein. Freiwillig. Nein, also man mag auch eigentlich nicht fremde Kinder, oder? Nein, überhaupt nicht. Wir haben lange diskutiert, ob wir Ihnen diese Wahrheit zumuten sollen. Hand aufs Herz, liebe Eltern. Fremde Kinder sind doch unausstehlich, oder? Okay, man nimmt sie in Kauf, weil die Kleinen brauchen ja was zum Spielen. Und es ist auch wichtig für die Sozialisation. Ja, ja. Und sie sind ja auch süß. Aber es hat in erster Linie pädagogische Gründe. Und schau, ich habe mich gefragt, was sagen Sie? Das sind nette Jungs. Schau, der Kleine, wie ihn anschaut. Herr Minister? Der Bann kommt! Harald! Und der Bann kommt! Und? Oh. Was ist das? Ein ICE. Ein Intercity. Das ist ein ICE. Nein, das ist ein Intercity. Wieso ist es ein Intercity? Ja, ist ein Intercity. Es war die ICE-Lok vorne dran. Nein, mach mal Wiederholung. Wiederholung, bitte. Guck mal, jetzt können wir mal Stopp machen. Das ist ganz neu, das ist der neue Triebkopf bei den Intercities. Echt? Jetzt guck doch mal. Ist ja. Das wirklich? Das? Ja, ist es ein Eurocity oder was? Harald, ein anderer kommt. Ja, da kommt eine andere weg. Ich sage Interregio. Was denn jetzt? Regionalexpress. Welcher kommt? Ja, wo ist er denn? Oh, guck mal, ein anderer ist auch da. Guck mal. Ja. Ja. Zeig ihn. Oh! Was war das jetzt? Da brauchen wir ein Zielfoto. Na, das ja. Das ist aber der Klassiker. Das ist, wenn wir das mal stoppen können, das ist nämlich... Das fahren immer zwei Intercities nebeneinander. Die fahren auch gleichzeitig los in Köln. Der eine? Der hintere, der fährt über Wuppertal nach Dortmund. Genau. Und Wuppertal-Hagen. Und der vordere fährt über Düsseldorf, Essen, Bochum nach Dortmund. Genau. Und immer diese Frage, in welchen steige ich ein? Genau. Denn wenn man natürlich nur weiter will, nutzt das was. Man muss mindestens nach Dortmund wollen. Ja. Viele steigen ja, Mutti mit den schweren Reisetaschen ein, wollen nach Essen, landen dann in Wuppertal. Ich fahre ja lieber durchs Bergische Land, ist schöner. Wuppertal, Schwebebahn gucken. Ein Traum, vielleicht fällt ein Elefant raus. Was war das jetzt? Was waren das jetzt für zwei Züge? Das waren beides Intercities, hatte keiner von uns, ne? Nee. Beides Intercities? Beides ICs. Oh, ein Lustig kommt. Ein Lustig. Zwei kommen und ein ist sehr lustig. Ein sehr lustig? Ein das Lustig? Ist ein normal. Ich habe keinen Lustig. Ich habe vielleicht S-Bahn. Einen Lustig. Ich habe auch S-Bahn. S-Bahn. Ist das eine S-Bahn? Nein, das ist ein Interregio. Das ist doch nicht lustig. Was ist das denn, Interregio? Oh, wo ist der Lustig? War das eine? War das jetzt ein oder zwei? Warte mal. Ach komm, der Lustig. Guck mal, der Lustig. Wo da. Denn? Welcher? Da oben. Da. Zeig bitte. Oben. Ist ja nur eine Lok. Guck mal. Hast du gehört? Nur eine Lok. Also das war auf jeden Fall gerade eine Regionalbahn und wir hatten alle S-Bahn, oder? Ich hatte S-Bahn. Ja, ich hatte auch S-Bahn. Ja. Jetzt kommt. Ah, die ICs sind durch. Jetzt kommt eine Regionalbahn. Die ICs sind durch um diese Zeit. Ich sag was jetzt man mal. Mir hier aufgeschrieben hat, stimmt auch nicht. Das stimmt hinten und vorne nicht. Ja, ich bleib bei S-Bahn.
Ihr hört's gar nicht. Wieso? Was stimmt nicht? Der Ablauf von der Sendung heute. Bei mir steht KE und dabei ist das ein ICE. Wieso denn? Du hast einen Ablauf von der Sendung? Hast du noch nie. Doch. Ja, glaubst du, ich muss ja wissen, was kommt als nächstes. Ach Quatsch, dafür hast du doch die Pappen. Was ist denn? Tippen wir jetzt, oder? Ja, klar. Ja, du musst immer einen Tipp haben, Helmut, falls einer kommt. Ja. Ich tippe S-Bahn. Mein Telefon ist tot. Ist es normal? Kann ich denn nur telefonieren, wenn es angemeldet ist vorher? Mhm. Jetzt ist frei. Da kommt einer. Ein kommt. Ein kommt. Da. Regionalbahn, oder? Okay. Und? Ein Interregio? Nein, eine Regionalbahn. Ah, hab ich Regionalexpress. Nein, du hast einen Regionalexpress, du hast gar keine Regionalbahn. Das ist was Falsches? Ist stückig, ja, guck mal. RB. Schmidt ist der erste Zug, der stimmt jetzt. Das ist alles falsch. Ach, du hast so, die Reihenfolge aufschreiben lassen? Nein, überhaupt nicht. Aber eine grobe Fahrplanorientierung. Beim letzten Mal hast du gemogelt bei den Autos, ja? Wie soll ich denn bei Zügen mogeln? Hast du 5 Mercedes bestellt? So bist du bescheißen. Wie soll ich denn bei Zügen mogeln? Soll ich einen Zug bezahlen, dass das 5 Intercity? Es stimmt ja nichts. Na, wer weiß. Überhaupt nichts. Ja. Nein, also das war auf jeden Fall so eine Regionalbahn. Auch eine S. Ja, ich hatte auch eine, wir müssen hoffen, dass das für den Zuschauer nicht zu unübersichtlich wird. Weißt du? Das ist ein... Das ist, guck mal, die ist ja einstöckig. Was du da hattest, ist zweistöckig. Das ist eine Regionalbahn. Ja. Die hätten wir vielleicht noch hinten die Uhrzeiten draufschreiben sollen. Das wäre richtig gewesen. Genau. Ja. Lässt du das jetzt oder lässt du den Regionalexpress als Tipp? Nee, der Regionalexpress, der war ja gerade. Nee, der war ja gerade nicht. Dann kommt jetzt der. Okay, der war doch gerade. Ja, die fahren häufig 2 hintereinander. Okay, ich bleib bei S-Bahn. Wie, du bist auch S-Bahn? Ja, obwohl, ja. Ja, das ist ja Quatsch, dann kriegen wir ja nimm mal was anderes, Punkt, genau. Nimmst du was anderes? Ich nehm S-Bahn. Dann nehme ich Metropolitan. Oh ja, klar, der kommt auch. Der kommt auch. Ja, der rast ja da dauernd durch. Nur 3-mal am Tag. Ja, pass auf, gleich kommt der. Ich kann jetzt so lange ein paar Einträge ins Klassenbuch machen, oder? Ja. Damit wir das nicht vernachlässigen überall der Lebensfreude. Hier, heute ist Donnerstag, der 11. April. Thema heute war Schweizer Botschafter und Rat den Zug. Kranke? Nein. Niemand. Vorkommnisse? Wann kommt? Ah, eine Bahn. Oh, ich sage nicht die Richtung. Regionalbahn, oder? Ja, du hast gemacht. Habe ich richtig. Harald hat's richtig. Ehrlich? Ich dachte, er hätte regional. Ich nehme was anderes. Spielen wir weiter? Ja, natürlich spielen wir weiter, klar, bis die Sendung vorbei ist. Bitte? Bis die Sendung vorbei ist. Ja, klar. Ich nehme Interregio. Ich bleib bei der S-Bahn. Du führst mit Helmut zusammen, ich habe noch keinen Punkt. Wie steht's eigentlich? Ja, Helmut und Harald haben eher einen Punkt. Ja? Ich habe keinen. Trinkst du heute kein Bier? Doch. Was trinkst du heute für eins? Passend zu der Aktion Rat den Zug, ein Neumarkter Lamsbräu. Das ist aus speziell ökologischem Landbau. Und zwar gibt es da verschiedene. Und das ist die Version Zisch. So wie ein Zug vorbeifährt. Zisch. Hier oben steht's. Hier oben. Hier oben. Zisch. Ich dachte, du trinkst vielleicht das Bier, was man im Speisewagen kriegt. Oh. Welches meinst du denn? Das Hefeweizen oder? Nein, was ich häufig getrunken habe, wie heißt das, Grolsch? Grolsch im Speisewagen? Mhm. Da gibt es normalerweise Radeberger oder Fürstenberger. Wir haben Grolsch getrunken, so grünen echt? Flaschen. Zisch. Weil der Zug so vorbeifährt. Mhm. Ist das ein dunkles? Ist das ein Starkbier? Nö. Nathalie? Ja? Leg dich doch mal auf die Gleise, um zu hören, ob ein... Aber sei vorsichtig. Das ist der Tag.
Du wolltest mich eine Bier geben, oder was? So wie früher die Apachen. Kommt ein Zug? Nein, noch nicht. Ist wie früher, wenn man Besuch gekriegt hat von Onkel Heinz. Aber ich glaube, eins stand kommt zwei Stunden vorher am Bahngleis, um zu gucken, ob der Zug schon kommt. Ich glaube, Harald, dass zwei werden kommen, weil ich habe gesehen, du weißt jetzt, ja, ein kommt und ich glaube, ein anderer kommt, weil die Lichter haben sich geändert. Aha. Die Signal. Dann sage ich mal, es kommt ein Interregio. Habe ich schon gesagt. Ja, ja, kann ich doch auch. Ja, der erste auch kommt. Und eine S-Bahn, sage ich. Zwei? Zwei. Nimmt das ICE? Wo ist meine S-Bahn? Der zweite kommt, pass auf. Ja, was denn jetzt? ICE, ich habe keine S-Bahn, ich will meine S-Bahn nicht. Was, willst du eine S-Bahn? Interregio? Ich muss eine S-Bahn hier irgendwo. Ja, der eine ist doch schon durch, vergiss ja, es. Der erste war das eine ICE. S-Bahn? Nein, es war ein ICE. Was? Oh, hier kommt der Regionalexpress. Das ist hier der Doppelte. Scheiße. Und ein dritter kommt, ein dritter kommt. Ein dritter? Eine, guck mal. S-Bahn. Ja. Das ist eine S-Bahn. Ja. Das ist eine S-Bahn. Ich hatte auch S-Bahn. Wie? Ja, wie? Was hast du? Interregio. Ich hab Interregio, ne? Nix. Ist das schon mal ausgefallen, dass unsere Namen alle mit 6 Buchstaben geschrieben werden? Nee. Nee, sag bloß. Ja, doch. Ach. N-A-N-U-E. H-E-N-U-T-H-A-R-A-L-D. Stimmt. Wie bist du denn da drauf gekommen? Ja, weil ich hier gerade aufschreibe und da ist mir das aufgefallen. Das ist ja echt ein Hammer. Ja. Was aber noch ein größerer Wahnsinn ist, dass Helmut und meiner mit demselben Buchstabe anfängt. Ja. Und sogar mit demselben aufhört. So, jetzt mach ich mal. Was? Habt ihr getippt? Ja, ja, ich hab getippt. Jetzt kommt, was kommt denn jetzt? Jetzt kommt die Regionalbahn. Nee, in der Zwischenzeit könnte ich ja mal eigentlich die Politikumfrage machen, oder? Ja. Ja. Ja? Ja. Jeden Abend, das wissen Sie, ergeht hier an unser Studiopublikum die Frage, wenn morgen Bundestagswahl wäre, was würde unser Studiopublikum wählen? Wahlberechtigt heute 241, gültige Stimmen 218, Wahlbeteiligung 90,4%, CDU, CSU 33,5%, SPD 28,9%, Grüne 11,9%, FDP 16,5% und PDS 9,2%. Das ist das interessanteste Ergebnis seit längerer Zeit. Ja, sehr stark die CDU. Sehr stark die CDU und auch ziemlich stark die Grünen. Und die PDS eigentlich auch mit einer ziemlich merkwürdigen Konstellation. Noch mehr Leute aus Wolfsburg hier? Wie heißt, wissen wir? Ich wähle links, ja. Bitte? Ich wähle links. Sie wählen links. Das glaubt der Kanzler auch. Was meinen Sie denn mit links, SPD? Bitte? So war es ja mal. So war es mal, früher. Ja, als wir noch eine echte Arbeiternation waren. Aber mittlerweile. Genossen? Das war's. Wie, das war's? Das war alles? Mit dem Zugspiel, ja. Wie, das war das ganze Zugspiel? Ja, du hast gewonnen. Ich habe gewonnen? Ja. Muss ich jetzt einen Preis nehmen? Nein. Ich kann noch einen Gag unseres Autors Zimmer unterbringen. Ich kann das Glas in einem Zug austrinken. Harald! Harald, einkommt! Ein Zug! Hey! Regionalbahn! Regionalbahn! Regionalexpress. Das war ein Regionalexpress? Ich habe auf der Ziellinie noch ausgeglichen. Haben wir schon geklärt, ob es Alfa Romeo oder Alfa Romeo heißt? Nein. Ich habe hier nur ein Zettel reinbekommen, dass das nicht Johnny Cash Ring of Fire, sondern I Walk the Line war. I Walk the Line. Ah, ist richtig. Ja. I Walk the Line because you're mine. I Walk the Line. Das ist das Buch, meine Damen und Herren, das mein heutiger Gast geschrieben hat. Es beschreibt in wirklich sehr amüsanten Kapiteln einige der Erlebnisse in seinen 10 Jahren in New York. Zum ersten Mal bei uns. Herzlich willkommen, Emil Steinberger. Bitte schön. Danke. Die wissen doch nicht, wer Steinberger ist. Doch.
Meinst du? Ja, glaube ich schon. Ja. Also man kennt dich natürlich als Emil. Ja. Ja, der Emil. Ja. Kommt es noch oft vor, dass Leute auf der Straße sagen, ah, der Emil, und dann gleich eine Nummer. Ja. Nein, und dann gleich entschuldigen Sie sich. Sagt, Entschuldigung, aber ich weiß Ihren Nachname nicht. Darf ich den Emil sagen auf der Straße? Ja, ja, selbstverständlich. Ist logisch. Ja, ja. Immer. Also noch ein großes Publikum, obwohl es wirklich wie lange keine Auftritte mehr gegeben hat auf der Bühne? Seit 14 Jahren. Und da ist auch kein Comeback mehr geplant nein, oder so? Nein, aus, nein. Vorbei die Zeit? Ja, genau. Es war eine tolle Zeit, es war eine unglaublich erfolgreiche Zeit. Ja, aber irgendwann keine Lust mehr gehabt oder war das Es durch? War fast zu erfolgreich. Ja. Das heißt, die Nachfrage hat mich fast erdrückt. Ja. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich noch spielen soll, wenn ich in Berlin war. 3 Wochen in einem Theater hat man gesagt, sie sollten ein Jahr da bleiben. Das war ja nach 2 Tagen ausverkauft. Und die Nachfrage war so groß und ich wusste überhaupt nicht mehr, wo und wann. Und dann natürlich war auch immer im Auto sitzen und im Hotel schlafen und so. Das war schon hart. Das war eine harte Zeit. Irgendwann ist es dann auch irgendwann gut. Einfach fertig. Ja? Ja. Und dann kam die Entscheidung New York. War das sofort klar, dass es New York Nein, wird? Nein, dann kamen noch etwa 6 Jahre bis 93. Erst 93. Da habe ich mich entschieden, als ich 60 war, habe ich mir gesagt, ich will mal ein Sabbatjahr einschalten. Ja. Mit den 4 Buchstaben L. Lasse, losse, schauen, lehren. Das ist ein Schweizerdeutsch. Ja, ja. Lesen, schauen. Hören und lernen. Ja. Ja. Und im Sommer habe ich festgestellt, dass ich von diesen 4 Buchstaben nicht einen einzigen erfüllt habe, weil einfach so viel immer, Emil, würdest du das machen, könntest du nicht da mal, bitte hier und so weiter. Bis ich mal gesagt habe im Sommer, so, jetzt will ich wieder mal Nobody sein und wie erreiche ich das? Muss einfach weg, fort, aus. Und zwar richtig weit weg. Und zwar richtig weit, weil wenn ich nach Paris gehe, dann heißt es, ja, in einer Stunde bist du ja wieder da mit dem Flugzeug, dann kannst du am Abend wieder zurückfliegen und so, das geht nicht, nein, sondern einfach weg. Wie gut waren deine Englischkenntnisse, als du nach New York gekommen bist? Das ist eine gute Frage, ja. Leider, damals, als ich in der Handelsschule war und mein Berufsziel war ja Postbeamter, da hat man mir gesagt, Emil, weißt du, es kommen so viele Italiener, das sind die Saisonier, die Saisonarbeiter, die ihr Geld nach Italien jeden Monat nach Hause schicken. Das ist gut, wenn man Italienisch kann am Schalter. Und deshalb habe ich Italienisch gelernt und nicht Englisch. Und das musste ich nachholen in Amerika. Auch nur auf der Straße oder auch nochmal richtig gebüffelt, also mit Sprachkursen? Nein, ich ging in die Schule, jeden Tag. Ja, in New York, ja. Da musste ich schon, ja. Ja, richtige Sprachschule? Richtig, ja, natürlich, ja. Aha. Also nicht zu Hause so auf dem Bett liegend und so. Ja. Herr, gib mir es im Schlaf und so. Nein, das geht nicht. Das macht man dann wahrscheinlich auch doch nicht, ne? Oder? Wenn man es zu Hause so nein, da musst du so, muss wissen, richtig sein. Morgens um 9 muss ich da sein, die Lehrerin ist da und so weiter. Nein, brauchst schon ein gewisses. Wo hast du da gewohnt, in New York? Mitten in Manhattan, 5th Avenue und 51. Das ist auch keine billige Wohngegend, oder? Nein? Nein, aber eine schöne. Also ein bisschen was angespart gehabt, ja? Ja. Über die Jahre hin. Ja, auf muss es so sein, ja. Ja. Aha, allerdings. Und passiert es dann, dass unten irgendwie Touristen vorbeigehen und sagen, Emil, komm runter, wir sind in Stuttgart her! Oder so. Also, nein, da wohnt er! Nein, die wussten eigentlich nie, wo ich wohnte. Im Gegenteil, man wusste höchstens meine Postfachadresse. Ja. Und die haben immer geglaubt, das sei das Haus 666, weil die Post im Untergeschoss von diesem Gebäude war. Und dann sind sie immer zum Portier gegangen und haben gefragt, ich möchte mit Emil Steinberger mich treffen. Ja. Und gesagt, kenne ich nicht. Und dann sind sie dann schlussendlich im Postbüro gelandet und haben dann dort eine Message durchgegeben. Für die Presse war das natürlich schrecklich, dass die nicht wusste, wo ich wohnte. Und die haben dann nach einem Jahr, haben sie es nicht mehr ausgehalten und haben dann einen Journalisten von einem Wolkenkratzer zum anderen, weil sie ungefähr wussten, in welchem Quartier ich war. Und der ging immer von einem Portier zum anderen und sagte, ich muss mich mit Emil Steinberger treffen. Wenn der reagiert hat und gesagt hat, kenne ich nicht, dann ging er ins nächste Haus. Bis der Portier sagte, Moment, ich verbinde sie. Und dann wusste er, in diesem Haus wohnt dieser Mann da. Ja. Dann hat man sofort das Gebäude abgebildet auf 2 Doppelseiten mit Pfeilen, 26. Stock und so weiter. Ja, dann war es bekannt. Wo lebst du jetzt? Jetzt lebe ich am Genfersee. Also das ist ja auch eine andere Ecke der Schweiz als vorher. Vorher warst du in Luzern. Ja, genau. Ja. 60 Jahre in Luzern, ja. Ist da die Amtssprache Französisch? Französisch, ja. Ja. Wie gut sprichst du Französisch? Es geht, ich kann Konversation machen. Ja. Aber das musste dann nicht so neu gelernt werden? Nein. Ich mache auch die Lesungen in Französisch jetzt. Aha. Ja. Und wir haben das Buch sogar, die Lügengeschichten, auf Französisch übersetzt.
Tatsächlich? Ja. Ja? Mhm. Es ist hier ein Preisausschreiben drin in diesem Buch. Mhm, ja? Richtig, ja. Und wenn ich das richtig sehe, können wir sogar den Gewinner jetzt genau das von all den lieben Menschen, die mitgemacht haben, hier auslösen. Wir haben hier eine Lostrommel, die können die deutschen Zuschauer kennen, das so vom DFB-Pokal, Halbfinale und so, wo immer ausgelöst wird. Das heißt, soll ich ziehen? Also der erste Preis, ja? Der Preisträger oder die Preisträgerin ja? bekommt eine original gelbe New Yorker Taxitüre. Hm? Aus New York, ja. Nur die Tür. Nur die Türe, ja. Ja. Man fragt mich immer, wie bekommt man die? Ja, genau. Dann sage ich, du, beim Taxifahren einfach musst du zwei Schrauben lösen, da und da. Und beim Aussteigen einfach die Türe ganz diskret mitnehmen, das merkt niemand, ja. Hm? Aber das sind Original-Taxitüre. Ja. Ja. Die haben aber nicht hier heute, nein. Nein, die ist heute nicht da. Nein. In der Schweiz? Aber ist ein Pop-Art, man kann sie an die Wand machen, so schön gelb, das ist Pop-Art, ja. Also, soll ich ziehen? Erster Preis, ja. Neutral, ja, sei so gut. Ja. Zieh die Brille an, mal gucken, ob ich das lesen kann, wer Preisträger ist. Also, mal hier, das ist die Karte, bitteschön. Ja, aha, auf der Mauer David in Einsiedeln, das ist in der Schweiz. In der Heimat. Und ein schöner Name. David auf der Mauer. David auf der Mauer von der Holzrüti 1 in der Schweiz. Herzlichen Glückwunsch. Du hast aber meinen Namen. Ja, bravo. Das passt auch gut an Einsiedeln, eine New Yorker Taxi. Ja. Ins Kloster. Ja. Genau, ein schönes Kloster. Und guck mal hier, muss man noch mehr ziehen? Ja, der zweite und der dritte Preis. Was kriegen die? Ja, der zweite Preis oder die Preisträgerin bekommt von mir jeden Monat eine Postkarte von Hand geschrieben. Ja, von da an, wo ich dann einfach gleich bin, aber nur ein halbes Jahr lang natürlich, ja, das ist klar. Also das Porto zahlst du, oder? Das bezahle ich, ja. Das ist jetzt, geht nach Deutschland. Schon wird die Schrift heikler und schwieriger. Ja. Gentcor. Gentcor. Oder Gentcon. Bernd. Ja, Andreastraße 48 in Berlin. Berlin. Herzlichen Glückwunsch, Bernd. Eine Postkarte von Evian. Und noch die letzte. Bitte schön, auch neutral. Der dritte Preis. Ja, der geht nach Bonn. An Baumgart Richard. Rochusstraße 315 in Bonn. Was bekommt der? Auch eine Postkarte? Eine Zeichnung aus New York von mir. Das hier ist das Buch Emil Via New York und wir können den Meister natürlich nicht verabschieden, ohne dass er uns einen kurzen Ausschnitt daraus vorgelangt. Emil, bitte, Tisch, Stuhl, mehr braucht der Künstler nicht. Emil Via New York, es spricht der Dichter. Also ich muss einmal zuerst gestehen, dass ich, bevor ich begonnen habe, ein Buch zu schreiben, musste ich mich erst einmal in die deutsche Sprache etwas einarbeiten. Sie wissen ja, in der Schweiz, wir reden den ganzen Tag im Schweizer Dialekt, aber schreiben müssen wir auf Hochdeutsch. Und da habe ich gedacht, ich kaufe am besten mal das DTV-Wörterbuch der deutschen Sprache. Kennen Sie das Buch? Ja? Das ist ganz verrückt. Das ist ein ganz einmaliges Buch. Also, wenn Sie sich für die deutsche Sprache interessieren, dann müssen Sie dieses Buch kaufen. Was ich da drin alles gelesen habe, das ist so einmalig. Ich kann Ihnen nur ein paar Titel mal sagen, so zum Beispiel hier steht reflexiver und reziproker Gebrauch von Verben. Das ist ein Wahnsinnstitel, also das hat mich natürlich schon interessiert. Oder Verben mit obligatorischem Präpositionalobjekt. Das muss ich noch lesen. Dann haben wir hier Verben mit kopulativen Ergänzungen. Das muss ich noch üben. Dann hier Partizip des Perfekts. Es ist unglaublich. Ich glaube, ich habe geschlafen in der Schule in der ganzen Zeit, was es da alles für. Zum Beispiel hier Komparation der Adjektive. Weiß jemand von Ihnen, was das heißt? Komparation der Adjektive? Hä? Nein? Bitte? Vergleich? Vergleich? Ah, nein, das wäre aus dem Französischen comparer. Sehen Sie da einen Nachteil, wenn man zu viele Sprachen kennt? Hä? Ja, beginnt man das Ganze zu vermischen? Nein, nein, Steigerung. Steigerung steht nämlich hier in Klammern, Steigerung der Adjektive. Und hier Deklination des Demonstrativpronomens. Da muss ich Ihnen mal einen Satz vorlesen. Und da passen Sie ganz gut auf, ich lese ihn ganz langsam. Maskulina und Neutra, die stark dekliniert werden und deren Formen von Nominativ Singular und Nominativ Plural identisch sind, Klammer, mit der Endung ER oder EL im Nominativ Singular, Klammer,
Klammer geschlossen, zeigen schwankenden Gebrauch des Dativs im Plural. Ja. Als ich diesen Satz gelesen hatte, wusste ich, jetzt kann ich mit Schreiben beginnen. Ja. Aber es gibt ja nicht nur in der Sprache Gesetze, es gibt auch andere Gesetze, zum Beispiel auch in Amerika gibt es Gesetze. Ich habe Gesetze entdeckt in Amerika, alte Gesetze, die aber heute noch in den Gesetzbüchern der in Amerika stehen. Und da habe ich da einige x Dutzend darin geschrieben, aber ich möchte Ihnen hier jetzt nur ein paar wenige vorlesen. Zum Beispiel in Texas ist es verboten, die Kuh eines anderen zu melken und Limburger Käse darf an Sonntagen nicht verkauft werden. In San Antonio ist es nicht erlaubt, mit den Augen oder mit den Händen zu flirten. Also viele andere Möglichkeiten kenne ich nicht. Im Staat Vermont ist es Vorschrift, dass eine Frau nur mit Bewilligung ihres Mannes falsche Zähne tragen darf. In Los Angeles darf ein Mann seine Frau mit einem Lederriemen schlagen, aber nur, wenn er nicht breiter als 5 cm ist. Es sei denn, sie gebe ihm die Bewilligung für einen breiteren Lederriemen. Also, das sind jetzt keine Lügengeschichten, das ist Tatsache, diese Gesetze gibt es in den USA. In Pocatello, Idaho, ist es Fußgängern und Automobilisten untersagt, Grimassen zu schneiden und depressiv zu schauen, weil damit der Ruf der Stadt geschädigt werden könnte. In Nebraska ist es unzulässig, als Friseur die Brust eines Kunden einzuseifen und zu rasieren. Von einer Kundin schreiben Sie nichts. Und im Gesetzbuch von Tennessee steht, dass eine Frau nicht allein das Auto steuern darf. Der Mann muss zumindest vor dem Auto herlaufen oder springen und eine rote Fahne schwenken, um die Fußgänger und andere Motorisierte vor seiner Frau zu warnen. Ich würde Ihnen also anraten, bevor Sie wieder eine USA-Reise machen, lesen Sie ja dieses Buch. Ja, danke sehr. Herzlichen Dank. Alles Gute, ja, viel Erfolg und gern mal wieder. Ja. Ja. Emil Steinberger, das war's für heute, meine Damen und Herren. Morgen Abend die Panorama-Moderatorin Anja Reschke und Pet Shop Boys. Danke, gute Nacht.